langsam explodieren. Immer mehr Kommunen wehren sich gegen das Komasaufen von Jugendlichen. Buben treffen sich und lassen sich den Alkohol liederweiss neu laufen. Dann wären sie nachdenklich, schlagen um sich und lassen sich alles noch einmal vorwärts durch den Kopf gehen. Sich mit Leib und Seele der Natur übergeben, die Fische im Neger und im Rhein fiedern, Wiese am Strandbad dingen und Randstehe in der Stadt. Unterm Pflaster liegt der Strand, habe die 68er gehofft. Was als auf dem Pflaster liegt, ist weniger poetisch. Komasaufen heisst's, weil gesoffen wird, bis der Geist aus der Flasche in einer grauen Wolke nach Osten zieht und im Odenwald runterregnet. Es wird so lang geracht und gesoffen, bis der Schädel brummt und ganz langsam explodieren tut. Wum! Flat Rate Saufen. Das ist Englisch und heisst, glaub ich, danach bist du so breit und flach wie ein überfahrene Rad. Finde sie richtig, dass man da dagegen vorgeht? Ich nicht. Da werden junge Männer das letzte Initiationsritual in die Welt von der Erwachsenen genommen. Wie man noch Naturvölker war, ist man mit der Halbstarke in den Wald gegangen. Dort haben sie geheimnisvolle Exerzitien erlebt. Wenn sie zurückgekommen sind, waren sie Männer und haben alles gemisst, gedärft und gekannt, was Männer kennen dürfen missen. Auf die Jagd gehen, Krieg feiern, Familie gründen, die Frau verschlagen und schon sich schnitzlich machen, dass es uglig auf der Welt nicht kleiner wird. Die Urrituale sind später übergegangen in die Kommunion, Konfirmation und den Wehrdienst. Aber das gibt's ja heute alles nicht mehr. Kommunion und Konfirmation sind ganz gewöhnliche Zahltage geworden und Wehrdienst machen auch nicht mehr viel. Dabei brauchen die Buben die Initiationsrituale heute mehr wie früher, weil nicht die Mädel in alle Bereiche das Wasser abgraben. Die sind besser in der Schule und am Arbeitsplatz, lesen mehr, helfen mehr, sind mehr auf Zack. Das halten die Buben im Kopf nicht aus. Jetzt müssen die Buben sich halt eine lädsame Rotte und ihr Initiationsrituale durchführen, weil sie nicht sicher sind, ob es auch geklappt hat mit dem Erwachsenwerden, müssen sie die Rituale wiederholen. Als Erwachsene gelten sie in der Kurpals, wenn sie vom chaotischen Komasaufen zum systematischen Schoppenbersten übergegangen sind. Dann heißt's, jetzt sind sie vernünftig geworden, jetzt sind sie so wie mir. Nicht vergessen, Komasaufen bringt Umsatz. Wie sollen Jugendliche zum Wachstum, Klammer auf, positiv Wachstum, komparativ Wachstümer, superlativ am Wachstümsten, Klammer zu, beitragen, außer durch Telefonieren, bis das Handy pfeift und saufen, bis der Arzt kommt. Natürlich gibt's auch viele junge Leute, wo lesen, was lernen, sich gesellschaftlich engagieren. Aber mit denen kannst du ja gar nichts anfangen. Die bringen es ja noch nicht einmal in den Polizeibericht.